So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Digga, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Heute Abend ist auch wieder die Raid Mania mit Shiny Demeteros in der Tiergeistform. Das erste Mal als Shiny da. Ich habe noch keinen Shiny, denn ich habe gestern zwei Raids gemacht. Meine zwei täglichen Raid-Pässe mehr nicht. Da ich ja das 100er auf Level 50 habe, brauche ich nur das Shiny. Und weil wir ja heute Abend sowieso zusammen raiden, ihr mich einladet, meine Freunde mich einladen, musste ich ja jetzt vorher keine Raids großartig machen. Ich denke mal, dass heute Abend ein Shiny kommen wird. Wenn nicht, habe ich ja noch den Donnerstag, wo ich euch wieder einlade. Ja, da muss man gar nicht viel dazu sagen. Heute auch wieder Raw, heute wieder Wrestling, heute Mittwoch immer sowieso bester Tag. Ich freue mich auf die Raid Mania. Jetzt haben wir für euch aber die Highlights der Woche zusammengefasst. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Bier Benny, gerade gebrütet, Shiny Rabauts, das Shiny, über was ich mich letztens am meisten gefreut habe, dass es bei dem Oster-Event oder Frühlings-Event einfach so aus dem 5er-Ei geschlüpft ist, wo man ja eigentlich 2er-Eier brüten wollte, aus Versehen ein 5er kriegt am Stop und da ausgerechnet noch ein Shiny Rabauts drin ist. Matze und das früh am Morgen 100% Krypto Skungapu, auch mega nice, würde ich auf jeden Fall erlösen. Nein, Best Buddy machen oder keine Ahnung, einmal entwickeln und dann auf 50 ziehen, obwohl man damit eigentlich nichts macht. Also kannst du es eigentlich auch lassen, wie es ist. Joel hier, 100% Kikugi bekommen in Hiddenhausen, da wisst ihr jetzt, wo es lang geht. Geitsch mit einem Shiny Lampi mitgenommen. Dann habe ich ein soziales Experiment gewagt, vielleicht werdet ihr es mitbekommen haben. Ich habe dem Daniel Schilling, dem Spieletrend, einfach einen Kommentar auf seine Seite gepostet und ein Video, Tag 1, den Daniel Schilling zu fragen, ob er mir eine Freundschaftsanfrage schicken würde, da ich im Stream immer gefragt werde, ob ich mit Spieletrend befreundet bin und wenn ich Nein sage, immer nachgefragt wird, warum nicht und ich darauf keine sinnvolle Antwort habe und deshalb aus Spaß gemeint habe, dass ich mir als Ziel setze, dieses Jahr den Daniel irgendwie in meine Liste zu bekommen, zumal er weiß, dass ich existieren schon den ein oder anderen tollen Kommentar bei mir auf dem Kanal hinterlassen hat, anbei meinen Trainercode für den Fall, dass meine Nachricht des Daniels Herz erwärme. Jetzt haben viele gesagt, oh, viel Glück, das kann dauern und ja, ich denke mal so 40 Versuche wirst du brauchen und alles. Was ist passiert? Ich habe das 1 Uhr nachts, habe ich das geschrieben, frühs um 9 hatte ich eine Anfrage von ihm. Einfach so. Ein Kommentar und direkt Anfrage. Oh mein Gott, das hat mein Leben verändert. Seitdem habe ich mir geschworen, auch wieder mehr Spieletrend-Videos zu gucken. Wir bauen den ja auch immer hier bei Raider Mittwoch ein, beim Schocker der Woche und so weiter. Nee, hat mich wirklich gefreut. Manche haben gesagt, das wird eh nix oder keine Ahnung. Aber hat er gemacht. Richtiger Ehrenmann. Habe ich mich gefreut. Und zwischendurch haben wir hier noch gehabt, einfach mal so beim Gratis-Pass wegmachen, ein 100er Kabutoro gefangen für Raider Mittwoch vom Alexander Ahringer. Und das passt auch, weil der Alexander Ahringer uns in jeder Raider Mittwoch-Folge schickt, Daniel Schilling gefunden, Daniel Schilling gefunden, Daniel Schilling gefunden. Immer, egal wo der in der Arena rumrennt, sitzt der Daniel Schilling drin. Und dann schickt er mir immer Screenshots, er hat den Daniel Schilling gefunden. Und so kam eins zum anderen. Immer Daniel Schilling hier, Daniel Schilling Schocker der Woche. Das Gesicht, ihr kennt das am Ende. Dann wird immer danach gefragt, warum bist du denn nicht? Jetzt bin ich. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber Dankeschön auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Wer das nicht mitbekommen hat, das ist also die Auflösung. Es hat geklappt, ich bin drin, er ist drin, alle sind drin und mal gucken, wann es wieder rausgeht. So, ein wilder Spawn, so ein Glück, dass es sogar schillernd war. Lukas hier, Shiny Mushas, dann der Heiko, Duisburg, wie auch immer. Schundo Velursi, also Shiny mit 100%. Da hat sich das Grasmodul bei mir zu Hause gerade gelohnt. Zelda mit dem 100er Strawickel und danach, was denn los mit dem Modul? Direkt danach sogar für mich ein neues Shiny, Shiny Ninkada. Kam ja auch aus dem Moosmodul jetzt während der Umweltwoche, aber war ein seltener Spawn aus dem Moosmodul. Und dann auch noch Shiny, das ist eigentlich eine richtig coole Sache. Habt ihr schon ein Shiny Ninkada? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann Celal, das wird jetzt hier wieder die Celal Edition, denn Celal, Shiny Mirapla, Shiny Kikugi, Shiny Slimer, Shiny Baumpel, 100% erlöstes Traunfugil, 100er Schwalbini, Shiny Lambi, 100er Mirapla,
100% Shiny Velour Seal. Hat wahrscheinlich jeder bekommen, so wie das aussieht. Shiny Rattan, Shiny Yorklef, Shiny Lumpy. 100% erlöstes Trassler. Shiny Yorklef, Then and Now, also damals und heute. Ihr seht das Groudon. Und der Bau ist einfach nur Bro. Na, ist das dein Ernst? Ich als kleiner Kauz namens Bautz gegen das Groudon. Und dann heutzutage, warum immer ich, ne? Wieder als Paradebeispiel, wie es heute aussieht, aber es ist immer noch derselbe ungleiche Kampf. Pro und Contra von Essen machen. Pro Essen, Contra machen. Verstehst du? Fand ich gut, habe ich auch mit reingenommen. Dann Shiny Lunastein. Shiny Demeteros, Nummer 1, Tiergeist. Sieht auf jeden Fall lustig aus, weil das ja ein bisschen heller ist. Shiny Nummer 2, Shiny Nummer 3, jetzt reicht es aber auch. Ich habe nicht jedes Shiny Demeteros mit reingenommen, kann ich euch gleich sagen. Shiny Markus, dann, wenn deine Frau von Aquaman träumt und du ihr den Traum erfüllst. Ich habe am Wochenende mit dem Muttertier die Justice League geguckt von Zack Snyder. Da ging auch wieder 4 Stunden, da war auch der Aquaman mit drin. Und was ein cooler Film trotzdem, ein sehr cooler, großer, epischer Film mit viel Action. Und hätte ich nicht gedacht, habe mich da positiv überraschen lassen. Habt ihr schon mal Justice League geguckt? Wie fandet ihr den? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn jemand sagt, hast du nicht schon genug gegessen? Ich, aber guckt euch den Wandel an. Erst dieser kleine süße Blick von dem Kaninchen. Hast du nicht schon genug gegessen? Nein! Und dann isst man erst recht noch mehr, ne? Da wird man dann aggro. Deutsch ist wohl die einzigste Sprache, in der... Das ist völliger Käse, aber ist eigentlich auch Wurst, eine sinnvolle Aussage ist. Ja, denk mal drüber nach. Das ist völliger Käse, ist aber eigentlich auch Wurst. Denk nicht an die Lebensmittel, sondern das, was dahinter steckt, dann ergibt alles Sinn. Mark niemals, 100%, Castadur, 100er Ammonitas, 100er Kikugi, 100er Costurso, 100er Capoeira, Shiny Capoeira, immer noch mit 1 der momentan selteneren Shinies, würde ich sagen. Shiny Unratytox, Shiny Kinoso. Ich habe auch ewig gebraucht, um den zu kriegen, weil alle Kikugi, die ich entwickelt habe, eben zu der anderen Blume wurden und nicht zu der geschlossenen. Dann Jenna mit dem Shiny Marmolita, 100% Kabutoro, hat auch den Stier schon bekommen, also mega Luck wieder mal gehabt. Den finde ich immer noch am coolsten von den Kabus, auch wenn Kabukime da noch kommt, finde ich Kabutoro vom Design her mit am coolsten. Der Stier, den hätte ich auch gerne als 100er, aber wenn der Shiny kommt, werde ich auch ein 100er Hand machen dann. Jenna, 100% Glücks-Owei bekommen, fehlt nur noch das normale Koko-Wei, Jenna, ne? Shiny, Krypto, Owei, Shiny, Krypto, Alola, Koko-Wei und da fällt mir auf, ich habe zwar auch etliche Shiny-Owei gehabt in Krypto, aber ich habe komplett vergessen, an diesem Owei-Knüppeltag mal eins zu entwickeln, dass das zu Alola Kogowei wird. Also egal welches ich jetzt entwickle, es wird ja zum normalen Kogowei, aber nicht zu Alola Kogowei. Das heißt, das fehlt mir jetzt einfach komplett, weil ich das komplett verschwitzt habe, weil ich wieder am Streamen war und das selber nicht wirklich gespielt habe dann. Und naja, egal, jetzt ist halt vorbei. Dann hier Jenna auch Shiny Demeteros mitgenommen, Noah mit dem Shiny Baumball, Shiny Yorklef, Hytera, seltener Spawn vielleicht, wer weiß das schon. Roselinien, Shiny Aerokacksprühl aus Sellen. Dann Shiny Wuffels, auch mitgenommen aus der PvP, Roselinien, 100% Traunfugil. Sören, wenn der dritte Account es eigentlich nicht braucht und ich mit meinem Hauptaccount ewig nachsuche. Alola Kokowai, Shiny, ja, normal, genau, 98% sogar. Andy Project nimmt man mal mit, Shiny Bisaflor. Andy Project ging recht schnell, Ritter Raid, Shiny Demeteros, 96. Mal gucken, wie viel ich heute brauche. Ich habe bisher, wie gesagt, 2 gemacht. Vielleicht der erste Raid heute ist auch das Shiny. Schäfe 24, die Ausbeute der Woche, akzeptabel, liebe Grüße Schäfe. 100% erlöstes Traumado, 100% Emolga, auch sehr cooles Pokémon. 100% Glücks, Verlusi, getauscht. 100% Natu, Shiny Skalück, Shiny Unratydox, Shiny Zickzacks. Was haben wir damals auch Raids von diesem Teil gemacht? Ewig so viele, dass die Leute da alle eingedeckt werden. Hat auch Spaß gemacht. Ich wünsche mir wieder so kleine coole Shiny Hunts irgendwann. Shiny Hut, dann Sarina.
Bin auch ohne blaue Kirsche zufrieden mit der Ausbeute. Immerhin sind die Waffel und Capoeira neu im Beutel. Und 100er Lecci-Unfälle nimmt man sowieso immer wieder gerne mit. 100% Kikli, Shiny Kikli, 100% Capotoro, Shiny Wuffels, Shiny Skalük und Shiny Capoeira. Also hat auch immer kompakt in diesem Bäckchen eine richtig super Ausbeute, wie ich finde. Und noch zwei Nachzügler, das Shiny auf dem Main Account und das 100er auf dem zweiten, auf dem kleinen Account im zweiten Raid. Unterstützt auf jeden Fall den Kleinen sehr gut als nützliches, starkes, großes Pokémon. Mein Highlight von heute, Alexander Ahringer, 100% Costurso. Einfach mal getauscht, 100 Lucky Registeel, vielleicht Schocker der Woche? Nein, das ist zwar ein legendäres 100er als Lucky, aber was ist besser als ein 100er legendäres als Lucky? Ein Shiny 100er legendäres als Lucky. Deswegen kann das kein Schocker der Woche sein, wo wir gerade beim Thema sind. Das ist nicht Schocker der Woche, das ist aber auch nicht Schocker der Woche. Lucky Trade am Ostermontag, vielleicht Schocker der Woche. Der Robert, ein 100er, obwohl ich sagen muss, das ist schon mega fett. Wirklich Shiny Voltolos in der Tiergeistform als 100% Lucky Pokémon. Auf Level 50 direkt, Shundo gleich hochgezogen, sehr fresh. Aber wenn das nicht das einzige Shiny Lucky Hundo ist, was wir hier haben, also Schlundo, dann ist es nicht Schocker der Woche. Dann haben wir beim Robert 100er noch aus dem 5er-Ei wieder einen Shiny Rabauz bekommen. War ein spontaner Trade, paar Minuten vor C-Day mit Verdursi, auch Robert 100er mit einem 100% Ravigator. Finde ich auch nett, hätte ich auch gerne als 100er. Vielleicht kriegt er aber auch irgendwann nochmal einen C-Day oder irgendwas. Guck mal, ein Shiny 100er. Ja, ist kein legendäres, also ist egal. Kleiner Account, muss jetzt auch bis Dezember warten. Anna Rotten Roxy hier mit Robi. Kann man dann machen, vielleicht gibt es ja dann die C-Day-Attacke noch. Tiso, endlich hatte ich auch am C-Day Glück. 100er Verlursi, 100er Krawumms, genauso wild gefangen durch ein Lokmodul. Hat sie mir auch noch ein zweites Bild geschickt, aber ihr glaubt das auch so, weil ich das sage, denn ich habe es gesehen und ich lüge nicht. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Dann Libera Forett, Shiny Bisaflor, dann bewertet er es und oh mein Gott, 0%, richtig genial. Er? Sie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist eine Sie, aber wir sagen weiterhin er. Aluhut, auch hier Shiny Kikugi mitgenommen, MTB Frost. Ich würde das schon mal für nächste Woche einreichen. Hab's vorhin gebrütet. 100% Milzer. Auch richtig genial. Lost Lift. Jetzt fehlt nur noch XL Bonbons für ein Ramaidon. 100%. Wenn das mit dem GoFest übrigens stimmt, würde es ja aus dem Rauch vermehrt dann Milzer geben im Milzer-Habitat. Da kann er natürlich schön Bonbons mitnehmen, um das dann hochzuziehen. Erstmal zu entwickeln, dann hoch oder vielleicht zum C-Day aufheben. Nein, ihr lebt im Hier und Jetzt, bis da der C-Day kommt, macht das lieber dann am GoFest. Tyler, der hat mir in Facebook was geschickt, das habe ich nicht gesehen, das war wieder im Spam-Ordner drin. Deswegen jetzt erst da, Tyler Stuck, Shiny Obai, Shiny Bonera mit Blumenkranz, Shiny Azurill, Shundo, Costurso, dann Elke Kaiser, Shiny Panekkon, Shiny Ladybar, Shiny Elezeba, Shiny Mauzi, Shiny Nidoran, Shiny Blüte, na, lass mal so stehen, Shiny Dragomedeor, genau, die Attacke fehlt mir nämlich jetzt auch, nicht nur das Krypto, sondern auch die Attacke, aber brauchst du ja eh nicht, oder? Brauchst du das? Ich weiß es nicht. Shiny Scobble noch, Shiny Haspiro auch mit Blumenkranz, 100% Staraptor, Shiny Yorklef, Shiny Kikugi. Ich glaube, mittlerweile trotzdem auch sehr begehrt. Shiny Panzer Aeron, Shiny Demeteros, 100% Paragoni, wildes Hytera, dann der Lennart, 100% Kikugi, erlöstes 100er Trassler, Heiko, 100% Kabutoro, aus der GBL. Immer wenn ich Rang 20 erreicht habe, spiele ich keine GBL mehr, wo ihr dann ja auch legendäre Encounter bekommen könnt. Vielleicht wäre es doch sinnvoll, weiter mal GBL zu zocken, um zu gucken, ob man einen legendären Encounter bekommt aus der GBL, wenn er hier sogar ein 100er Capotoro draus gezogen hat. Jetzt ist Demeteros drin, jetzt ist Meisterliga. Meisterliga hätte ich Bock, aber ein 100er Demeteros, ich habe schon zwei, bräuchte ich nicht, hätte ich lieber mal bei Capotoro gezockt. Heigo auch hier, Shiny Krypto, Dragosso dann dabei, dann Heigo beim Kollegen entdeckt.
Hallo, Ahmed Lachnet, jetzt wollen wir uns mal dein Schniedel ansehen. Oh ja, oh, oh, was für ein kleines Schniedel, sowas von niedlich. Ihr guckt das Video am besten abends und dann ist alles gut. When you see someone battling your gym, also wenn ihr seht, jemand greift eure Arena an und ihr habt schon die goldene Beere parat, Thomas Speck hier dann auch shiny Wuffels, nach ich glaube 199 Rates hat er geschrieben, 300% Verlursi bzw. Kosturo bekommen, auch eins Lucky, Benjamin Engel 100% Molung, aber männlich, nicht weiblich, ist also nicht entwickelbar, Silvio Lissner, das ist Shinox, heißt er, in-game, 100% Meltan, sehr fresh, Shiny Tangela, 100% Glücksmacher Kamba, auch nett, wenn das durch einen Trade dann über 100 wird, Shiny Wuffels, Skinny, 100% Shiny Demeteros, jetzt hat's geklingelt, der ist zwar nicht Lucky, das heißt ein Lucky Shiny 100er Legendäres ist natürlich nochmal besser, dann Shiny Perlu beim Henry Nicky, 100er Picolende beim Henry Nicky, Shiny Marmolita beim Henry Nicky, Skandalpara mit 100% Lucky Velursi, Drachek 100% Lucky, Dialga als Glücks-Pokémon, nicht Shiny, also da sind viele fette Sachen dabei, Brainy hier auch 100% Marmolita, Horse of Death 100% Gladiantri, Bierschanga, Shiny Galaf, Lunschlick aus dem Ei gebrütet. Ich gehe mal kurz an die Tür und dann kommt der Schocker der Woche. So, da war der Amazon-Mann an der Tür, der Nette, nicht wie sonst die anderen, das war wirklich der Nette. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe, aber jetzt der Schocker der Woche. Das meine ich ja, dieses Bild habe ich ja eigentlich immer hinten drin, wenn ich vom Schocker der Woche rede. Der Schocker der Woche kommt diesmal von Alexander Ahringer. Jetzt denkt ihr, das ist ja langweilig, aber ich finde es total genial. Für Raid am Mittwoch, 2 Bisa-Floor nebeneinander, vielleicht Schocker der Woche, sowas ist mega selten. Ihr seht, wie viele 100er Legendäre wir hatten, wie viele Lucky 100er Legendäre wir hatten, wie oft wir schon Shiny Lucky 100er Legendäre hatten. Ich habe noch nie in meiner ganzen Zeit so ein Bild gesehen. Bisa-Floor ist ja okay. Bisa-Floor würde ich sagen, ja gut, dass man mal eine Endentwicklung so findet in der freien Wildbahn, ist jetzt nicht so prickelnd. Das kommt ja öfters mal vor. So was nehme ich eigentlich schon gar nicht mehr mit rein. Mal hätte ich das Hetera auch gar nicht mit reingenommen, habe ich aber nun doch. Aber zwei ausgewachsene Bisa-Floor nebeneinander, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich wirklich cool. Dieses Bild finde ich einmalig. Selten, ja, nett und genial gleichzeitig. Deshalb für mich dieses Mal Schocker der Woche, dieses Bild von Alexander Ahringer. Das war es jetzt von meiner Seite aus und zum Glück haben dieses Paket noch, da kann ich nämlich gleich noch ein Unboxing aufnehmen, was ich dann morgen zeigen kann und rausbringen kann. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und denkt dran, heute Abend ist die Raid Mania Demeteros. Raid Stunde, eine Stunde lang Demeteros. Ich werde die Stunde übertragen und werde eure Raid-Einladungen annehmen von meinen Freunden, die rumgehen, die raiden, die mich einladen und Raid Mania-Punkte verdienen. Und morgen gibt es dann noch wieder Raids für Zuschauer, für die Leute, die das Shiny noch jagen und auf Hilfe angewiesen sind. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.